Hier neben mir, Dame zuerst, Lisa Vivek von GuteFrage.net in ihrer Funktion dort Director of Sales und von Interactive Medien, Damian Jäger, dein Titel muss ich ablesen, Manager Premium Publisher Plattform. Ja. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir jetzt mal eine Case Study sehen, um zu lernen, wie man als Publisher heute von Real-Time Advertising profitieren kann und freue mich auf Zahlen und Einblicke von euch. Daher, sorry für die späte leichte Verzögerung. The stage is yours. Ich freue mich auf euren Vortrag. Ja, danke schön. Und wir möchten heute über das Inventar sprechen, das nicht von Adblockern geblockt wird, sondern auch tatsächlich auf unserer Seite ankommt. Ein paar Zahlen vorstellen. Vor ungefähr 2,5 Jahren hat Interactive Media um das Vermarktungsmandat bei uns gepitcht und hat uns das Gerüst der Premium Publisher Plattform vorgestellt, also wie ihr Konzept, wie sie RTB im Markt platzieren möchten. Das war damals nur ein theoretisches Konzept. Wir wussten gar nicht so richtig, was da passieren wird. Wir haben uns auf die Reise eingelassen und jetzt zurückblickend haben wir wahnsinnig viel gelernt in den letzten 2 Jahren und haben auch ein paar Key Learnings mitgebracht. Wir glauben, dass im RTA heutzutage jeder von profitieren kann, dass es allerdings ein paar Erfolgsfaktoren gibt, die dabei zu beachten sind. Und die möchten wir heute vorstellen. Das ist zum einen das Thema Inventar, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Zum anderen die Technologie, mit der dieses Inventar getradet, gehandelt und optimiert wird. Und dann aber auch das Thema Vertrieb, das man unserer Meinung nach eben nicht separat behandeln kann, sondern ganzheitlich betrachten muss. Genau, ein paar Worte zu Interactive Media. Wir haben die Strategie, in zwei Richtungen zu gehen. Zum einen Stories You Love und zum anderen Data You Trust. Also Stories You Love geht mehr in die Konzeptvermarktung und Data You Trust beschäftigt sich mit Daten und dem programmatischen Handel von Inventar. Das ist eine Übersicht unserer Publisher, hauptsächlich Qualitätspublisher mit sehr großer Reichweite. Und das Besondere ist, dass wir das gesamte Inventar programmatisch anbieten. Also wir unterscheiden nicht zwischen hochwertigem Inventar, das nur über Direktkampagnen vermarktet wird, und Restplätzen, die wir programmatisch anbieten, sondern wirklich 100% programmatisch. Und einer dieser Publisher ist GuteFrage, auch mit sehr hoher Reichweite an Unique Usern und auch sehr guter Qualität. Genau, die GuteFrage-Gruppe umfasst 4 Webseiten. Die größte davon ist gutefrage.net, die zweitgrößte ist helpster.de und dann haben wir auch noch Cosmic und Point2. Alles wird von Interactive Media vermarktet und alle 4 Seiten zusammen haben eben eine Netto-Reichweite von 18,39 Millionen Unique User im Monat. Das ist ziemlich viel Holz. Wer GuteFrage ein bisschen kennt, der weiß, dass wir sehr, sehr viel Traffic über Google bekommen, sehr viele User haben, die sich mit einem Thema beschäftigen, bei Google eine Frage eingeben und so auf unsere Plattform kommen. Das Thema viele Unique User, relativ wenige PIs pro Visit, war in der Vergangenheit eher immer, wurde immer kritisch betrachtet, wenn es um Umfeldbuchungen geht. Jetzt müssen wir sagen, beim Thema RTA haben wir einen ganz klaren Vorteil, weil wir unglaublich viele User erreichen, weil unglaublich viele User zu uns kommen und auch sehr, sehr diverse User auf uns kommen zu extrem vielen unterschiedlichen Themen. Wir haben allein auf GuteFrage.net, wir haben unsere Seiten verhashtagt, das machen die User selber, wenn sie eine Frage eingeben, und wir haben über 2,1 Millionen Themen, also Hashtags, die getargetet werden können. Das ist zum einen natürlich sehr spannend, wenn wir diese Impression zum Verkauf anbieten über RTA, dann versuchen wir so granular wie möglich eben diese Themen auch mit anzubieten. Zum anderen nutzen wir natürlich aber auch die Daten, um mit Interactive Media zusammen Zielgruppen zu bilden.
und eben Targeting-Kriterien zu bauen, da eben vor allen Dingen mit der Explosion oder über die Explosion die Technologie-Plattform von Interactive Media. Wir profitieren natürlich auch von den anderen Plattformen im Interactive Media Portfolio, weil auch dort Daten eingesammelt werden, die auch nochmal das Inventar, was bei uns angeboten wird, bereichern. Was auch ein großer Vorteil ist im RTA-Trading, ist, dass wir eine sehr ausgeglichene, sehr vielfältige Zielgruppe haben, sowohl was die Soziodemografie betrifft, als auch was die Altersstrukturen betrifft, die Erwerbstätigkeit und die Haushaltsnettoeinkommen. Das heißt, ungefähr jeder, der etwas sucht, landet früher oder später bei uns auf der Seite. Wie gesagt, diese Daten sind natürlich, also kommen nicht alle von uns selber, sondern werden auch sehr stark im Interactive Media Netzwerk erfasst, aggregiert und werden dann eben mit dem Verkauf der Impression zur Verfügung gestellt. Da ist einfach, da haben wir gelernt, dass eben das Thema Datenqualität extrem wichtig ist. Je mehr Informationen wir eine Impression anreichern können, umso attraktiver wird sie für umso mehr Buyer und umso größer ist die Nachfrage, umso höher die Preise. Also eigentlich ganz simpel und nachvollziehbar, aber nicht immer gut und möglich, eben an die richtigen Daten in dem richtigen Moment zu kommen. Das bringt uns auch schon zum Thema Technologie. Genau, das ist eine kleine Übersicht, wie wir das System aufgesetzt haben. Also man kann sehen, dass links ist der Premium Ad Server, da wo der ganze Traffic erstmal hineinläuft und alle garantierten Kampagnen und mit Sonderformaten und mit voller Transparenz ausgeliefert werden. Alles, was danach übrig bleibt, landet in der Premium Publisher Plattform. Dort werden wiederum alle Open-Kampagnen und RTA ausgeliefert. Wobei hier einzig der ETKP zählt bei der Auslieferung. Also es wird nicht unterschieden, welches Inventar oder welcher Kunde hier bietet, sondern da wird komplett gleich das ausgerichtet. Genau, und rechts die DSPs. Alle wichtigen DSPs sind angeschlossen und bei uns ist es so, dass wir eine sehr exklusive Plattform haben und kein Open Marketplace Konzept haben, sondern wirklich mit jedem Kunden sprechen und auch über Konditionen reden und dann entsprechende Regeln aufsetzen, damit sie bei uns einkaufen können. Wenn man sich jetzt überlegt, welche Stellung nimmt das Thema RTA ein? Ist es Restplatzvermarktung? Ist es Premium-Vermarktung? Wie viel wird denn über den Premium-Ad-Server eingebucht versus wie viel wird über die RTA-Plattform ausgespielt? Und unterm Strich werden dadurch Premium-Budgets in RTA geschiftet, machen wir dadurch weniger Umsatz in Premium. Das war natürlich etwas, was uns sehr stark beschäftigt hat, was wahrscheinlich jeden Publisher beschäftigt. Wie kann man diese Technologie einschätzen? Hier mal ein Vergleich. Das sind jetzt natürlich alles relative Werte, keine absoluten Umsatzzahlen. Die grüne Linie oben ist weiterhin das Inventar, was über den Premium-Ad-Server verkauft wird, also Direktbuchungen, garantierte Kampagnen innerhalb unseres Netzwerkes, da vor allen Dingen Keyword-Targeting und Umfeldbuchungen. Und man sieht, dass wir seit Januar 2013, wo wir die Publisher-Plattform gelauncht haben, eigentlich weiter gewachsen sind. Das ist ein sehr, sehr schönes Zeichen, dass wir eben hier keinen Verlust im Premium-Segment zu verzeichnen haben. Wir sehen die rote Linie ganz unten. Das ist das RTA-Inventar, was bei uns auf der Plattform getradet wird. Und da sieht man vor allen Dingen ab 2014 einen starken Anstieg und auch ein weiteres Wachstum. Jeden Monat wachsen wir in dem Bereich signifikant. Die Anlaufschwierigkeiten in 2013 sind dazu zurückzuführen, was der Damian gerade eben sagte, dass wir sehr viele Deals eben direkt machen mit Agenturen, mit Werbetreibenden direkt. Und dieser Markt muss natürlich erst einmal aufgebaut werden, der muss bearbeitet werden. Die Agenturen müssen auch in der Lage sein, diese Technologien auch selber bedienen zu können. Und da ist einfach in 2013 noch wahnsinnig viel Infrastruktur passiert. Deswegen sehen wir jetzt in 2014 einen deutlich stärkeren Anstieg. Offensichtlich
ist das System ins Rollen gekommen und die Wertigkeit auch des RTLs ist auch angekommen. Ja, wo geht es zu Lasten? Es geht zu Lasten des Open-Inventars und das freut uns, weil Open bedeutet auch immer sehr viel CPC-Kampagnen. CPC-Kampagne bedeutet sehr geringe ECPMs. Also da reduzieren wir gerne um 21% eben zugunsten von Premium und RTA. Wir gehen später auch noch mal ein bisschen auf das Thema TKPs ein. Was bedeutet denn jetzt eigentlich Premium-TKPs und RTA-TKPs? Vorher noch ein bisschen mehr zur Technologie. Genau. Die Premium-Publisher-Plattform besteht aus verschiedenen Modulen, ganz vielen Dienstleistern, die wir angeschlossen haben. Und die vier wichtigsten davon sind hier dargestellt. Also zum einen AppNexus als SSP, ich glaube, dazu brauche ich nicht viel sagen. Dann haben wir Explosion als Targeting-Spezialisten, das ist ja eine Tochterfirma von uns, die uns ganz gezielt Daten liefern, also die Zielgruppen für uns berechnet, auf Grundlage der Daten, die wir bei uns im Netzwerk erheben und ja, mit einer deutlich höheren Qualität, als sie sonst im Markt besteht. Des Weiteren nutzen wir Atomic zur Logfile-Analyse. Ich habe euch mal ein paar Beispiele gezeigt, was man damit machen kann. Also links habe ich mal so typische Performance-Buyer-Verhalten aufgezeigt. Kann man ganz gut sehen, dass ganz viele Impressions zu ganz niedrigen TKPs geboten werden. Aber die gewonnenen Gebote sind erst so im mittleren Bereich, weil dann erst der Bereich beginnt, wo quasi ja, eine Möglichkeit besteht, was zu gewinnen, wo genügend Inventar auch zu dem Preis verfügbar ist. Währenddessen auf der rechten Seite typische Branding-Buyer bei uns Deals machen zu bestimmten TKPs und ja, zu diesen Preisen bieten, auch noch Großteil des Inventars auch darüber gewinnen. Weil das natürlich auch eher im Höherpricing-Bereich ist. Und dann haben wir eine Kooperation mit der Uni Frankfurt, haben das RTA Kompetenzcenter gegründet und hier wird das ganze Thema mehr so wissenschaftlich betrachtet und versucht, die Grundzüge oder die Mechanismen im Markt festzustellen und zu ermitteln, worauf kommt es an, welche Daten sind wichtig und wie funktioniert einfach dieser Handel über RTA? Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht, eine Analyse. Hier war die Fragestellung, wie wichtig sind denn Daten, bei einer Targeting-Kampagne, wie wichtig ist bei der Targeting-Kampagne das Umfeld? Genau, und da wurde also links die Balken zeigen, dass mit sehr gutem Umfeld man bis zu 200% Uplift bekommt. Und wenn man dann noch Targeting nutzt, ist ein Uplift bis zu 400% möglich. Also das war hier war die Zielgruppe Frauen mit Fashion-Interesse. Also die Kampagne ging um Frauen-Fashion. Genau. Das ist auch meine Lieblingsfolie, weil ich ungefähr, keine Ahnung, 15 Mal mir das durchlesen musste, bis ich es verstanden habe. Aber das ist wirklich faszinierend, was für einen krassen Uplift man erhalten kann, wenn man eben Targeting plus kontextuelles Umfeld miteinander verbindet und da eben auch wirklich ganz gezielt ausspielt. Genau. Ja, der letzte Teil unserer Case Study, da haben wir uns mal angeschaut, wie funktioniert denn der Vertrieb von RTA, wo kommen denn die Deals her, wer kauft denn da bei uns ein und was bedeutet das im Endeffekt für die Art und Weise, wie wir auch das Thema innerhalb der Vertriebsstruktur einbinden müssen. Wir haben in den letzten 2 Jahren auf Gute Frage.net ca. 70 Buyer und über 5000 Brands gehabt, die bei uns eingekauft haben. Wobei über 50% des Umsatzes von ganzen Top von 5 Playern kommt.
Alle diese 5 Player haben auch über Agenturen eingebucht und das bezeugt auch nochmal, dass das Thema Vermarkter, Agenturbeziehung hier eine wahnsinnig wichtige Rolle einspielt. Es hat schon heute mehrmals Leute gesagt, hey, es ist immer noch ein People's Business, ja, da müssen immer noch Leute miteinander reden, da müssen Deals eingestellt werden, es müssen Kampagnen optimiert werden, vielleicht sogar eigene Targeting-Segmente erst geschaffen werden, bis man wirklich eine Kampagne optimal ausspielen kann. Und das Thema Programmatic, das Thema ATB bringt dann im Endeffekt eine deutliche Effizienz bei der Auslieferung und eine deutlich schnellere Reaktionszeit bei den Agenturen. Das sieht man eben auch an diesen Zahlen wieder, dass es genau in diese Richtung geht, dass es eben kein Low-TKP-fragmentierter Markt ist, wo man keine Ahnung hat, wo diese Buyer herkommen, wo man keine Ahnung hat, welche Advertiser dahinter stehen, sondern dass es eben tatsächlich ein Massengeschäft ist, ein Mainstream-Geschäft ist, das über die Agenturlandschaft sehr stark abgewickelt wird. Ja, 63% unseres Umsatzes ist sogenannter Deal-Umsatz. Das heißt, das sind Deals, die meistens zu Jahresanfang oder wann auch immer mit der Agentur verhandelt werden oder auch mit dem Werbetreibenden direkt und dann eben aufgesetzt werden. Also wir hatten es vorhin auch bei der Keynote ja schon gehört, dass eben der Shift von einem Open Marketplace ganz klar zu einem Private Marketplace hingeht und das spiegelt sich hier total wider. 49% Branding-Umsatz. Wow, ja, es ist eben kein Restplatzvermarktung, sondern es ist Branding-Umsatz. Wie definieren wir Branding-Umsatz? Es sind zum einen Großformate und es sind aber auch TKPs, die wir sehr, sehr stark mit den TKPs aus dem traditionellen Vermarktungsgeschäft gleichziehen können. Nur um da mal ein Gefühl zu geben, also als wir am Anfang gestartet sind, da hatten wir natürlich noch eine ziemlich große Gap zwischen den TKPs, die im traditionellen Vermarktungsgeschäft eben über den Premium-Ad-Server ausgeliefert wurden, die waren deutlich höher. Und die RTA-TKPs waren natürlich schon eher noch auf Grundrauschen, Performance, Restplatz wäre jetzt schon wieder zu understated, aber schon relativ geringem Niveau. Das hat sich total geändert, vor allen Dingen, als wir die Großflächenformate eingeführt haben, also Billboard und Halfpage-Ad. Und jetzt haben wir eigentlich eher das Problem, dass wir aufpassen müssen, dass die direkten Deals über den klassischen Verkauf und Einkauf nicht zu günstig verkauft werden, weil wir eigentlich gerne mehr Inventar in die Premium-Publisher-Plattform shiften würden, weil wir über RTA deutlich höhere TKPs erzielen können. Das ist ein wahnsinnig großer Abstimmungsaufwand. Das Schöne ist, dass eben Interactive Media ihr RTA-Geschäft in die normale Vertriebsstruktur mit eingebaut hat und eingearbeitet hat, sodass wir in sehr starken Abstimmung mit den regionalen Sales-Teams stehen. Und wir bei Gute Frage.net arbeiten sowieso seit Jahren mit Floor-Pricing. Das heißt, wir wollen keine 100% unseres Inventars auffüllen, sondern wir machen irgendwann mal einen Schlussstrich und sagen, okay, alles, was unter diesem Floor-Preis liegt, das kann nicht bei uns eingebucht werden. Liegt sicherlich auch daran, dass wir eben eine sehr SEO-getriebene Plattform sind und deswegen einfach auch keine 100% Werbeauslastung haben möchten. Und da ist es natürlich jetzt sehr, sehr wichtig, dass diese Floorpreise zwischen dem Direktvertrieb im Markt und den von RTA kontinuierlich überwacht werden und dass wir auch mal einen Floorpreis anheben müssen, weil wir sagen, das könnt ihr nicht mehr so günstig verkaufen, das würde sonst im Endeffekt zu einem Defizit führen, also wir würden oben drauf legen, wenn ihr diese Kampagne so in den Markt rausgebt. Das ist nicht ganz einfach, diese Abstimmung zu schaffen und diese Verlässlichkeit auch zu schaffen. Und da ist sicherlich auch in Zukunft noch eine andere technische Lösung gefragt, wie man eben auch, ich sag mal, umfassender eben ausspielen kann. Bei den Premium-Formaten, wir haben sie, wie gesagt, im Mai letzten Jahres eingeführt und wir sehen dort, dass die auch wirklich
mit guten TKPs verkauft werden. Wir haben durchschnittlich über 300% Uplift zwischen den Standardformaten und den Billboards und Halfpage-Ads dieser Welt. Wir haben natürlich auch extreme Peaks bei Einzelkampagnen, wo wir auch TKPs im mittleren zweistelligen Bereich haben. Also das ist natürlich eine sehr, sehr starke Range und es fluktuiert noch sehr stark. Deswegen ist es da schwierig, jetzt eine langfristige Aussage zu treffen. Hier mal die TKP-Entwicklung zwischen dem RTA-Inventar und dem Open-Inventar. Ich hatte schon gesagt, Open-Inventar, eben CPC-Kampagne, Run-of-Network-Kampagnen, sehr viele Netzwerke, relativ stabile TKPs, aber eben von RTA immer geschlagen. Das heißt, unser Wunsch ist es natürlich, so viele RTA-Kampagnen wie nur möglich im Netzwerk zu haben, und wir sehen eben dadurch diese Verdrängung des Open-Inventars. Diese Spikes, die man hier sieht in der TKP-Entwicklung, gerade im Oktober letzten Jahres, sind leider immer noch Einzelkampagnen, die eben zu extremen Spikes geführt haben. Warum leider? Weil man daraus erkennen kann, dass wir eben hier noch nicht von so einem großen Inventar haben, dass sowas ausnivelliert wird, sondern wirklich einzelne Kampagnen schaffen es immer noch, zu einem Spike zu führen im TKP. So, mit was machen wir den Umsatz? Den Umsatz machen wir mit, klar, den Standardwerbemitteln, aber auch vor allen Dingen mit den Premium-Formaten, die wir eingeführt haben. Das heißt, für uns ist RTA kein Standardwerbemittel-Thema, sondern es ist für uns ein Premium-Thema, es ist ein großformatiges Thema, und wir tun natürlich alles dafür, dass wir da auch die entsprechende Formate auf der Seite haben. Auch hier sieht man wieder die Spikes von Einzelkampagnen, die eben zu einem starken Umsatzlift beim Billboard geführt haben. Bei den Standardwerbeformen sieht man, dass es schon deutlich stabiler ist, was jetzt die Auslastung und den Traffic betrifft und dadurch auch den Umsatz. Klar, beim Superbanner ein leichter Abfall, weil wir Superbanner und Billboard auf dem gleichen Ad-Slot laufen lassen. Das heißt, alles, was Billboards an Bits gewinnt, verliert der Superbanner an Ausspielungsmöglichkeiten. Dementsprechend sieht man hier eben, seitdem wir das Billboard eingeführt haben, einen leichten Shift nach unten. Was auch ganz spannend ist, ist, dass seit Mitte letzten Jahres das Medium Rectangle eine Renaissance erlebt und hier einen starken Anstieg hat. Wir glauben, dass es auch vor allen Dingen daran liegt, dass wir dort sehr, sehr gute Visibility- und Viewtime-Werte haben, also dass auch immer mehr Publisher, immer mehr Werbetreibende auf das Thema Klick-Optimierung, Viewtime-Optimierung, Visibility gehen und dadurch eben dann auch solche Werbemittel, die gut in der Seite platziert sind, auch von profitieren. Die Entwicklung der Impressions zeigt eben ein sehr ähnliches Bild, das Medium Rectangle seit Mitte des Jahres stark am Wachsen, der Superbanner eben leicht am Sinken, dadurch, dass wir das Billboard eben mit noch eingeführt haben. Bei Halfpage-Ad und Skyscraper haben wir eine relativ stabile Entwicklung. Genau, kommen wir mal zu den wichtigsten Learnings, die wir mit der Zeit auch festgestellt haben, ist, dass das ganze Setup nicht statisch ist, sondern dass eine Evolution stattfinden muss. Das heißt, man muss das immer weiter anpassen und den Gegebenheiten entsprechend anpassen. Also das zum Beispiel das Thema Blacklist ist auch ganz gut. Also viele neigen dazu, eher was wegzublocken, um so eine Art Kannibalisierung zu verhindern. Aber das führt auch dazu, dass natürlich weniger Wettbewerb auf der Plattform stattfindet. Und Wettbewerb ist wichtig, dass die TKPs entsprechend auch steigen. Dass ein Wettbewerb sorgt dafür, dass die ETKPs steigen. Ja. Genau.
Ja, beim Thema Pricing bin ich vorhin schon drauf eingegangen. Das hilft eben nicht, diese Themen separat voneinander zu betrachten, sondern man muss es gesamtheitlich tun. Gerade jetzt, wo wir sehen, dass sich die Direktbuchungen, die TKPs der Direktbuchungen und die TKPs von RTA getradet im Inventar sehr stark angleichen, müsste man eigentlich nochmal eine viel granularere Optimierung vornehmen der Floorpreise. Das ist natürlich immer nicht immer möglich, aber wir haben, glaube ich, gute Wege gefunden, auch über Salesforce, Floor Price Setting in Salesforce bei der Angebotserstellung für den Vertrieb Richtlinien in die Hand zu geben, um da eben nicht, sag ich jetzt mal, Verluste zu erarbeiten, indem wir ein Thema stärker pushen als das andere. Die Steigerung der TKPs sind vor allen Dingen eben auf die Großformate zurückzuführen. Da würden wir uns natürlich wünschen, dass weitere Großformate bald auch technische Standards geschaffen werden, weil wir einfach sehen, dass das Thema wahnsinnig gut ankommt. Wir haben auch Advertiser auf unserer Seite, die vorher überhaupt gar nicht geworben haben im Interactive Media Netzwerk, also sprich zusätzliche Budgets, keine Budgets, die abgewandert sind von einem Premium-Bereich zu einem RTA, sondern wirklich neue Advertiser, die wir dadurch gewinnen konnten. Das ist super, das ist sehr spannend und das erfolgt natürlich meistens vor allen Dingen über die Großformate. Und last but not least, wachsender Wettbewerb, das ist genau das, was das Thema braucht. Je mehr Advertiser im RTA-Bereich aktiv werden, desto besser. Wachsender Wettbewerb auch über die Reduzierung der Blacklisten. Da haben wir in den letzten 2 Jahren schon deutlich reduziert. Wir verstehen natürlich auch, dass es für den Direktvertrieb oftmals sehr, sehr wichtig ist, da auch eine gewisse Sicherheit an der Hand zu haben. Und ich glaube, wir haben da einen relativ guten Weg gefunden, gerade bei exklusiven Deals tatsächlich auch das Blacklisting weiter zu belassen, aber eben so wenig wie möglich und so viel wie nötig, dass man da eben bestmöglichst den Wettbewerb auch erzeugen kann. Was natürlich auch noch zu einer noch steigeren des Wettbewerbs führen könnte, ist, wenn der Markt sich in Richtung All-in-One-Lösungen entwickelt, also auch das Premium-Inventar mit dem RTA-Inventar über einen Ad-Server läuft, gemeinschaftlich läuft und wir es sicherstellen können, dass wir auf eCPM optimieren bei jeder Impression, auch mit den Premium-Kampagnen, aber trotzdem natürlich die Vorteile und die Qualitätsanforderungen an eine Premium-Kampagne, wie zum Beispiel garantiertes Inventar und die Möglichkeit von genauer Optimierung, dass man das eben weiter beibehalten kann. Genau, wir haben, glaube ich, ein bisschen aufgeholt, leicht überzogen, aber wir sind natürlich immer noch für gute Fragen zu haben. Wunderbar, na, ich denke, ihr seid perfekt in der Zeit. Wir haben sogar noch die Zeit für Fragen, weil wir waren eben etwas spät. Ja, ich möchte direkt deine Einladung aufnehmen. Haben Sie Fragen? Alle sind erschlagen. Ah, da kommt schon die erste Frage. Also ich persönlich fand es sehr interessant zu sehen, wie schön sich die Preise entwickeln und in welcher Liga wir hier spielen. Und das sind wirklich mal solide Fakten, um es zu entkräften, dass es immer nur um Restauranten geht. Ja, wenn Sie sich auch noch kurz vorstellen, bitte. Ach, noch gar kein Mikro, der Herr hinten, bitte. Noch gar nicht gesehen. Ich dachte, Sie wären schon auf dem Weg. Entschuldigung. Er wartet, der arme Kerl. Ja. So. Haben wir es geschafft. Hallo, ich hätte eine Frage, die ein bisschen technischer ist, und zwar, wenn ihr Deals abschließt mit Käufern, gibt es wahrscheinlich bei euch Pakete wie Run of Sight oder irgendwelche Targeting-Pakete, oder? Ja, wir haben verschiedene Pakete, ja. Also man kann das Ad-Bundle buchen, man kann verschiedene Zielgruppen buchen, man kann Rotationen buchen, das ist alles im Bereich des Möglichen, ja. Okay, und preislich wird sich es dann wahrscheinlich auch unterscheiden von genau, ja. TKP. Das günstigste ist Ad-Bundle und je spitzer und je mehr Daten wir quasi übergeben, desto teurer ist es. Wenn ihr jetzt die URL übergebt, wie könnt ihr das aussteuern, dass ein Advertiser nicht ein Run-of-Site-Paket bucht und so lange auf seiner Seite blacklistet über die URL, dass er dann nur noch einen Channel hat? Also er bucht jetzt ROS, möchte nur Frauen haben, blacklistet alles runter, dass er dann nur XY. Ja, genau. Ja, bei uns ist es so, dass wir uns dafür entschieden haben, die URL nicht preiszugeben, sondern auf sehr granularer Basis, also ca. 2000 bis 3000 URLs,
quasi maskiert übergeben. Das heißt, es ist eine Optimierung möglich, zum Beispiel nach CTR oder auch anderen Parametern, die der Advertiser hat. Aber er kann nicht sehen, wo er genau läuft. Wir machen dafür Ex-Post-Reportings, wo dann einfach der Kunde sehen kann, wo er gelaufen ist. Okay. Danke. Weitere Fragen? Nein, dann würde ich angesichts der fortgeschrittenen Zeit mich ganz herzlich bei euch bedanken. Ja, würde alle jetzt zum Mittagessen einladen. Wir starten ja wieder mit der nächsten Keynote pünktlich um 13:30 Uhr. Bis dahin guten Hunger. Dankeschön an euch.